Herzlich willkommen zu einem Video von Heyday Farmen bewerten. Heute bewerten wir da 5 Farmen und wir fangen mit dem Malte an. Danach Robin, Honigbiene, Tobias und Sesk. Diesmal sind die Farmen nicht ganz blind für mich, weil es gab eben einen Aufnahmefehler. Deswegen habe ich die eine oder andere Farm schon gesehen, aber das hindert uns nicht dran, weiterzumachen. So, Maltes Farm, hier hat er einen netten Tierbereich und schön gepflastert bis zum Schiff. Die Gebäude hier einzeln mit Ackerwegen verbunden. Geht weiter bis zu den Tieren nach unten. Und hier hat er ein richtig cooles Felddesign, was ich vorher noch nie gesehen habe. Also er hat auf jeden Fall eine richtig coole Idee hier gehabt. Und was ich auch richtig cool finde, ist mit den Saftpressen. Das sieht aus wie mit den Fässern. Als wenn die Fässer so abgefüllt werden und dann so, ja, hier Produktion, weiter, weiter. Gefällt mir richtig gut. Also auf jeden Fall richtiges Lob an Malte. Hat sich auf jeden Fall was einfallen lassen, finde ich richtig nice. und sonst... Hier würde ich vielleicht auch bei dem Swimmingpool so einen Weg rausmachen und dann mit zu der Futtermühle machen, weil das ist dann so eine Verbindung. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau, weil die Farm ist echt gut. Also vor allem für Level 31, er hat zwar jetzt nicht so viel erweitert, also okay erweitert, aber ja. Hier ist auch noch ein bisschen Tote Hose unten, aber hier oben überall schön Weg drum und ja. Hier würde ich vielleicht noch den Weg wegmachen, also die Ecke wegmachen und dann den Busch weiter nach oben ziehen. Das ist zwar nur so ein Eingang, aber ich finde, das sieht besser aus, wenn das auf einer Höhe ist. Das würde ich auf jeden Fall machen. Und ja, das ist gut. Also wenig Verbesserungsvorschläge, alles nur meckern auf hohem Niveau, wie eben schon gesagt. Hier würde ich die Mauer, diese Hecke auch noch vielleicht nach links und nach unten ziehen, damit du die auch zu hast, beziehungsweise offen lassen, da wo der Weg rausgeht. Du könntest auch da anstatt hier dann eine Blumenmauer nehmen und dann wäre die auch noch damit verbunden. Wird auch cool aussehen. Aber so gefällt mir die Farm richtig gut, muss ich sagen. Hier kannst du vielleicht noch die Molkerei ein Stück nach oben ziehen oder machst so die Blumen dahin. Das mit dem Zaun sieht ein bisschen komisch aus. Ich gebe dem Malte eine 8,5 von 10, also wirklich sehr gute Farm, Malte. Und auf jeden Fall sehenswert. Jetzt gehen wir nach Robin. So. Hier hat er die schönen Tiere. Dann kommt so ein Feldbereich, wo mal so ein bisschen Strand, Sommer, Frühling und alles Mögliche drin ist. Auch schön mit der Hecke umrandet. Wo der Weg auch dann schön rausgeht, Querweg. Gut mitgedacht übrigens. Hier hat er eine merkwürdige Idee. Also die Idee ist auf jeden Fall da, aber ich finde sie echt, ehrlich gesagt, ein bisschen komisch. Also, weiß nicht, die Gebäude mit der Mauer einfach zuzumachen und einfach nur einen Weg dadurch. Das sieht ein bisschen komisch aus. Würde ich dir empfehlen, anders zu machen. Vielleicht die Mauer hinter den Gebäuden. So sieht es ein bisschen komisch aus. Okay, dann geht der Weg da weiter. Hier würde ich den Weg vielleicht noch weiterziehen zum dunkelblauen Weg. Der Weg geht dann hier in so einen Tierbereich rein. Was die Mauer hier zu suchen hat, weiß ich nicht genau. Aber okay, die steht jetzt einfach mal da. Rosé und Ernest haben ein Reiseverbot wegen diesen Weizenbündeln da. Die haben ein richtiges Verbot. Okay, erweitert. Okay, das finde ich ein bisschen komisch. Hier würde ich vielleicht den Zaun umdrehen, also dass du oben zu hast und das dann auf der anderen Seite auch machen. Und dann kannst du vielleicht die Bäume nach rechts oder komplett weg machen, nach unten oder so. Und dann kannst du die anderen Tiere von oben noch runterholen und kannst dann von hier den Weg zwischen den Tieren durchmachen. Das wird auch geil aussehen. Du kannst hier oben auch ein Design einfallen lassen, was hier noch hinpasst. Weil durch die Tiere hast du ja gar keinen Platz mehr. Aber so sieht das echt nicht so gut aus, wenn du die Bäume einfach da stehen hast. Deswegen würde ich das dann so machen. Ich gebe dir für deine Farm... Ja, hier würde ich auch noch ein Stück nach hinten rutschen, damit die Hecken auch auf einer Höhe sind. Ich gebe dir für die Farm eine 6 von 10. Jetzt gehen wir nach Honigbiene. Die habe ich auf der anderen Farm. Da ist sie. Okay, Honigbiene hat hier einfach Gebäude hingestellt mit Deko einfach mal so zwischendrin. Stehen nochmal ein paar Ziegen, Schaukelpferd, Kaffeesträucher, alles mögliche. Hier Himbeer, Brombeerbüsche. Hier den Juwelier und die beiden Schmelzöfen hat sie gekieselt. Das sieht ganz gut aus. Dann hier ein paar Büsche, Tiere. Baumwolle hängt da dran. Und hier, die Futtermühle wird jeden Morgen mit Musikinstrumenten bespielt. Auch nicht schlecht.
Dann gehen die Tiere hier. Und ja, also dekomäßig ist sehr wenig auf der Farm. Sehr wenig. Hat sie gut geordnet. Bisschen Struktur ist auf jeden Fall da. Aber mir gefällt das trotzdem nicht so. Und ich bin da, muss auf jeden Fall nochmal dran. Ein bisschen Deko irgendwo reinbauen. Das ist mir noch zu wenig. Das Design hier mit dem Webstuhl sieht ganz gut aus. Vielleicht kannst du das bei jedem Gebäude machen. Wenn du es nur bei zwei hast, dann. Ah, sieht immer so. Ich habe kein Geld mehr. Sieht so nach. Ich habe kein Geld mehr für ein Design aus. Und das soll es ja am besten nicht. Dann will ich es mir gleich speichern und erstmal anders hinstellen. Aber so. Ja, sieht eigentlich ganz in Ordnung aus. Ich gebe dir für deine Farm eine 3 von 10. Also auch wenn ich hier einmal eine schlechte Note gebe, müsst ihr das nicht übel nehmen oder so. Ist wie gesagt nur meine Meinung. Und ja. Könnt ihr ja verbessern und könnt ihr ja nochmal versuchen. Der Tobias. Da haben wir eine. Ich brauche Hilfe. Ah, Sahne. Sahne habe ich nicht. Tschüss, Tobias. Ups. Nein, den wollte ich doch gar nicht. Oh. Lol. Nur wegen dem Raul. Nur wegen dem Raul. Weil ich auf den Raul geklickt habe. Okay, was hat denn der Tobias hier? Also, er hat auf jeden Fall okay. Ist gut erweitert. Hier hat er Ackerfelder um die Bäume und um die Tiere drumherum gemacht. Sieht auf jeden Fall nice aus. Und das alles mit einer Mauer umrandet. Weil hier ein Zaun ist. Hier würde ich vielleicht den Zaun ersetzen durch eine Mauer. Und dann kannst du hier bis zum Wegeingang kannst du dann die Mauer machen. Also hier den Übergang. Das ist quasi einen doppelten Übergang. Einmal zum Ackerweg und zum Zaun. Beziehungsweise zum Ackerweg und zur Mauer. Das würde ich machen. Vor allem der Hund geht den Weg entlang. Alles klar, Hund. Läuft bei dir. Das würde ich machen. Hier dann die Gebäude alle umrandet mit diesem Weg. Die Rosé und Ernest kommen auch runter. Ja, hier unten sind leider diese Honigbüsche und. Ja, Tiere sind einfach auch so gefühlslos in die Ecke gedrängt. Ist ja unfassbar. Oben geht es dann weiter zu Scheunen und Silo. Schöner Übergang zu dem Ackerbau auch wieder. Das ist auch schön zu sehen. Steinweg bei der Produktion und dann Ackerweg beim ländlichen und so weiter. Da oben ist ein Brunnen für die Weizenanpflanzung, damit man Wasser holen kann. Ja, am Schiff würde ich vielleicht auch noch einen Weg wegmachen, aber muss man nicht unbedingt. Sieht auf jeden Fall gut so aus. Und ja, der Rest, der passt doch so. Da würde ich dann den Tobias so. Geben wir ihm eine 7 von 10. Denk mal, das ist in Ordnung. Kann auch einiges verbessern. Sieht aber bis jetzt auf jeden Fall schon in Ordnung aus. Und jetzt kommt Cesk 12/12/1998. Er wird dieses Jahr noch 20. Hier einmal die Produktionsgebäude. Alle umrandet mit Kalkstein. Vielleicht würde ich mal statt den Zaun vielleicht dann auch noch eine Mauer machen. Das wird mehr zum Industriegebiet passen. Aber ein Zaun, wenn man eher weniger Geld hat, ist auf jeden Fall erstmal in Ordnung. Hier kommt eine Riesenlücke. Oh. Hier hat er Heyday 2018 geschrieben. Ist ein komisches D, aber sieht gut aus. Und was hat diese 66 zu bedeuten? 66. Das weiß ich nicht. Vielleicht Route 66 oder so, aber hier ist keine Route. Okay, Felder umrandet. Vielleicht kannst du auch diese Heyday-Buchstaben einfach übers Heyday drüber machen, aber muss man nicht. Also D sieht ein bisschen komisch aus, aber ich glaube, das kann man auch nicht viel besser machen. Hier in Heyday. Ja, ansonsten sind hier noch viele Lücken, ne? Hier vielleicht dann noch ein Weg. Hier einfach runter von den Kalkstein, dass du irgendwie alles pflasterst. Und dann hier noch ein Weg zwischen den Tieren durch. Hast auf jeden Fall Platz genug. Auf jeden Fall mega nice. Also richtig cool. Hier ein kleiner Tierbereich. Hier kannst du auf jeden Fall auch noch Deko hinklatschen. Vielleicht hier noch so einen Weg rein und hier unten einen Weg rein. Dass du die dann irgendwie mit der Deko, die du da machen willst, verbindest. Paar Tiersachen, Wassersprinkleranlage oder was auch immer, Wasserbrunnen, Brunnen. Okay, Brunnen jetzt nicht, aber so Teiche. Das wird auf jeden Fall geil aussehen. Ja, das war es eigentlich schon. Was geben wir denn den Zesk dafür? Also sieht schon cool aus, er hat sehr, sehr gut erweitert. Aber es fehlt halt noch viel, ne? Das ist halt der Nachteil, wenn man eine gut erweiterte Farm hat. Es fehlt halt dann meistens viel Deko. Ich würde dem Cessna eine 7,5 geben. 7,5 von 10. Damit haben wir heute alle durch, Leute. Robin 3 von 10. Quatsch. Honigbiene 3 von 10. Robin 6 von 10. Tobias 7 von 10. Cesc 7,5 von 10. Und Malte
Heute der Sieger mit 8,5 von 10. Also auf jeden Fall ein guter Part und schöne Farmen dabei. Muss ich auf jeden Fall schon sagen. Fürs nächste Video können sich die folgenden 5 Leute vorbereiten. German Girl 51, Clara, Hühnerfarm, Ida bzw. Idi und Wolfi bzw. Wolf TV. Die sind im nächsten Video dran, was am Montag kommen wird. Also ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao!